Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. In dieser Serie spielen wir Mass Effect 3 auf Wahnsinn mit unserem guten alten Shepard, den wir schon in Mass Effect 1 und 2 hatten. Ja, Gesicht behalten wir. Als Bonusfähigkeit nehmen wir Schmettern. Schmetter, Schmetter. Jupp. Und dann wollen wir mal rein ins Getümmel. Jo, wie gewohnt, wenn wir alle DLCs und alle Nebenmissionen machen, sofern ich nicht eine vergesse. Des Weiteren versuchen wir noch alle möglichen Mods zu looten. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Oh no. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Drama. Gott helfe uns allen. Was ihr immer mit eurem Gott habt. Im Jahre 2157 entdeckte die Menschheit, dass sie sich nicht allein. Dass sie nicht allein im Universum war. 30 Jahre später nahmen sie einen friedlichen Platz unter Dutzenden anderer galaktischer Spitze ein. Aber über diese idyllische Zukunft liegt der finstere Schatten einer dunklen Vergangenheit. Die Reaper, eine Spezies von intelligenten Maschinen. Und wir müssen wieder die Galaxie retten, wie immer. Ja. Oh no. Piu, 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 piu. Kinder. Schäpp, schäpp. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Echt mal. Und salutieren James. Soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Ach ja. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Dass die alle keine Schrittgeräusche machen. Gehgeräusche. Sie sehen gut aus, Shepard. Nervt vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Was könnte das wohl sein? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Pink Unicorns. That shoot lasers from their eyes, of course. Wenn sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Ja. Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Was hat mir das gebracht? Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Als Sie das Batayana-Portal gesprengt haben, starben hunderttausende Batayaner durch unsere Hintertür. 305.000. Ich weiß das, Shepard. Und das Komitee auch. Andernfalls hätte man Ihnen den Prozess gemacht und Sie in einer Zelle verrotten lassen. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein das Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Sorry, ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper abzuhalten. Gerade wieder so einen kleinen Hustenanfall. Sie werden beide erwartet, Admiral. Das ist sehr schön. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson. Gaiden. Shepard. Kaidan. Wie ist es gelaufen, Major? Okay, denke ich. Schwer zu sagen. Ich warte jetzt auf Befehle. Major? Wussten Sie es nicht? Nope. Nein, ich bin momentan schlecht informiert. Das tut mir leid, Sir. Es war nicht meine Absicht. Sie hatten sicher Ihre Gründe. Ja, vermutlich. Freut mich trotzdem, Sie zu sehen.
Die Dialoge. Admiral. Gehen wir. Gold wie immer. Sie kennen den Commander? Yep. Früher mal. Admiral Anderson, Shepard. Commander Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Ich war unter Arrest. So was wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Oh. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. No shit. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Party. Ja, wird. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Es ist unglaublich, wie die drei der Rat der Allianz sein sollen, aber so eine bescheuerten Fragen stellen können. Meine Fresse. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Was erwarten die? So nah können sie noch nicht sein. Wie umgingen sie unsere Verteidigung? Sie sind durchgeflogen, Idioten. Hat nicht Kontakt, Sir. Unglaublich. Well, well. London under fire, oder was? Reapers. Gibt's irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Sterben tut ihr jetzt erstmal. Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Oh, hallo. My friends, you are finally there. Oh mein Gott. Here? Here. Back! Bleibt stehen. Das ist eine gute Idee. Jeez. Ba-bam. Chip, chip. Wake up. Hey, listen. Wake up. Hey, listen. Link. Ah, nee. Shepard. Los, stehen Sie auf. Shepard, listen. Hier, nehmt sie. Das war richtig geil. So eine Navi in Mass Effect. Ist da noch irgendjemand? Major Alenko, sehen Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Ich hätte denn aber nicht so eine Mini-Fee, sondern einen Mini-Kroganer, der so um mich rumfliegt. Das wäre sicherlich lustig. ja. Okay. Die sind gewaltig. Jo, mit den lustigen Gedanken werden wir denn diese Folge schon mal beenden und werden uns dann in der nächsten Folge um den Action-Teil im Prolog kümmern. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Buh!